Ja. Ja. Wir sind ready, ja. Feuer! Aber diese leichten Zuckungen, wenn es knallt, ne? Also, da, die stellt selbst ein Leo beim Zug. So, da oben kommt schon der erste Flieger runter, der irgendwie mit Motorschaden, der brennt schon. Wir haben ja nur 12 Schuss. Wir haben nur 8 mehr. Ja, wir machen. Wir haben die jetzt verschossen. Wie viel haben wir noch? Wie viel habt ihr noch? Ich finde das so geil, dass die ganzen Flieger immer hier so runterkommen. Wir brauchen jetzt noch so ein bisschen. Ja, wir noch 6, ne? Alles klar, dann lassen wir die noch zweimal feuern und dann feuern wir unseren Rest. Sind die denn alle oder was? Da kommt auch. Da kippt der. Los, gib ihn! Ja! Also mit Flak ist hat er wohl wenig zu tun, ne? Lasst den Segler auf eben im Mal, wa? Da kommt schon der nächste, das ist etliche. Der ist ja noch orange. Den könnt ihr besser treffen. Der hat dann irgendwie noch orange Kennzeichnung, wo ihr hinschießen müsst. Das ist ein Konföderierter. Guckt euch doch mal die Hoheitsabzeichen an. Ich sehe jetzt keinen. Ich glaube, der kommt gerade straight runter. Ah, jetzt knallt es nicht. Doch, es knallt nochmal. Guck mal, die Kühe, die interessieren sich da einen Scheißdreck für, ne? Hör mal, die interessieren sich da einen Scheißdreck für. Na, ich weiß nicht, wahrscheinlich sind die alle schon umgefallen. Die haben den Herzinfarkt gehabt. Wie dieser Recht. War das der, wo du noch ständig vor dem Kühlhaufen ja. Kuni aus dem Weg. Nie vor die Kanone, ne? Oh ja, er wollte ja immer gerne vor die Kanone. Wir wollen nicht vor die Kanone, ne? Ich hab auch nicht vor der Kanone. Ready? Feuer! Ja, dann können wir so langsam. Ja, das ist eben auch eben schnell durchziehen und dann. Hast du ja nie, ist das auch auf schwarz-weiß gemacht? Nur. Ja. Nicht? Sieben. Nur schwarz-weiß. Ich finde, ich muss ja auch hier sind die Schwarz-Weiß-Ergebnisse. Ja, wie wollen wir das denn machen? Das ist ein Schwarz-Weiß, wenn der nachkoloriert wurde. Nein? Ja, ja. 5 Schuss hintereinander weg. Hintereinander weg. Oder alle 6. Ja? Oder alle 5 hintereinander und einen noch mal. Hier, wir machen gleich mal. Bis auf einen, du hast ja noch 6 Schuss drin. Ne? 5 Schuss aufeinander. Du achtest darauf, einen lässt du noch drin. 5 Schuss machen wir nacheinander. Also ich befehle nur einmal Lot und dann marschieren wir. Und immer schön, weißt du, wenn du geschossen hast, dann nimmst du dir schon wieder 2 raus. Ja, sobald du das Ding geschossen hast, hast du schon einen halben Mädchen. Wie viel Schuss zurück in welcher Zeit? Zeigen wir mal den Jungs, wie schnell das ging. Das heißt also vom ersten Lot bis zum letzten Schuss. Das ist vielleicht ja, wenn er denn Captain ist, dann wird er sich wahrscheinlich dann sicher auch mehr sollen. Weiß ich nicht, ob er das dieses Leben noch schafft. Ja, ich kann auch weiter sonst nicht. Das schaut dann nach. Ich schmeiße nachher den Grill an. Ja, ich war doch gefahren. Fährst du dann los danach? Holst du Nackensticks da mit 20 Kilo? Aber erst mal das Antreten. Ready! Fire! So! Ready! Cannoneers, on post! Scheißegal, die wissen, wo ich herkomme. So, ticket equipment! So! Load! Warte. Ready? Bring it, Brian! Ready? Go. Fire! Go, load! Ready?
Ready? So, break and prime! Ready! Fire! Ready! Fire! Bisschen schneller. Die werden hier nach Schuss bezahlt und nicht nach Stunden. Wieder zumachen. So, jetzt ein bisschen flotter. Rausholen, immer zumachen. Und dann ready? Bring a break! Ready! Ja, ready! Feuer! Und zack. Sonst wird das nur hektisch. Das war's letzte. Ja. Ready? Ready? Oh. Granate eingeschlagen vom Feind. So, ready. Feuer! So, Kreuz! Also, waren jetzt drei Schuss in welcher Zeit? Eine Minute. Drei Schuss, eine Minute. Das reicht doch. Ready! Feuer! So, wisch noch mal trocken aus. Nicht nass machen, nur trocken auswischen. Ja. So, sagt ihr Bescheid, wenn ihr den letzten Schuss habt, dann machen wir nämlich noch mal einen zusammen. Wir haben jetzt noch einen, haben wir nämlich noch. Gut. Ne, Peter, wir wären früher schon als Kinder, wir würden hier schon stehen, wir hätten da hinten schon gestanden. Ne? Wär, da war Highlife in Tuten gewesen. Weißt Bescheid? Hätten wir wieder gestanden. Oh, wir sind zwar nicht ready. Die Besten, aber die Coolsten. Ready! Fire! Schade, Kiel. Er hätte fast einen Schmetterling erlegt. Aber echt. Der hat jetzt Karussell im Kopf. Okay, weißt du was, der setzt sich gleich erstmal hin und... Oh. Oh. Wahrscheinlich sitzt er doch auch beinahe. Einmal noch richtig Spaß gehabt, du. Ich frage mich immer, was die Pulverladung und was die Dämmung ist. Das war alles all in once. Ja, eigentlich müssten wir mal so, aber das ist ja scheiß teuer. So 300 Gramm Ladung machen. 300 Gramm oder 400 Gramm Verdämmung drauf und dann ab dafür. Und dann richtig mit Grieß. Nicht nur mit Mehl, sondern mit Grieß. Richtig schwer. Gut, da kommen wir natürlich nicht gegen an. Ready! Feuer! Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du willst auf dem Gelände kommen, weißt du, so gegen die jetzt antreten hier mit ein paar Stück, absatteln, machen, tun, ich bin nicht beschieden. Und mit der Reihenfolge kannst du mit so einem kleinen Geschütz, kannst du den Grund um den Boden schießen. Vor allem, wenn du den in eine Flanke kommst. Das ist der Vorteil bei so einem kleinen Ding. Das Ding ist schnell aufzupicken auf die Pferde und ab. Das ist ja alles schon so weit verpackt, kommen wir alle so gar nicht mehr ran. Ready! Fire! So, wie viel habt ihr noch? Einen haben wir noch. Ja gut, dann load! Ready? Oh, break it, Prime!
ne? Die Mietladungen gehen aber kaputt, ne? Ja, warte, bis die anderen fertig sind. Was ist das? Das hört sich ein wie so ein alter Negerstamm hier. Am Trommeln erstmal, wa? Hallo. So, ready! Ready! Fire! Fire! So! Geschütz säubern! So, Wasser rein. Habt ihr noch Wasser hier? Ja. Ja, war vorsichtig. Olaf, pass auf, nicht, dass du gleich. Das geht gleich so raus, wenn ich da Wasser reinhau. Na Jungs, mit der richtigen Ansprache geht es doch bei euch. Es geht doch. Wer hatte im Feuerchen? Schatzi, möchtest du Feuer? Das ist wahre Artillerie, lieber. Habt ihr das gesehen? Wir haben Lunden anmachen. Ja. Du warst gestern Abend auch ganz schön anhängig. So, ordentlich Wasser rein. Ja, mache es raus. Was gestern? Ja, kam noch was? Genau. Da haben sich alle aufgeregt, wie ich meine Frau an den Tipp gebracht habe. Warum die damals mit Annika da gestanden hat und jeder mal fühlen durfte. Weißt du, da kann man ja, nur ich wollte ja nicht, dass einer bei ihr kriegt. Aber ich könnte auch das Gute gesehen. Er weiß nicht, dass das jetzt aufgenommen wird, ne? Ist sauber. Ja, sieht gut aus. So. Aber ein Jahr später, da alle Teile noch dran am Körper? Sehr gut. Was sagst du? Das ist doch mal verfeinert, ne? Ja. Geht so. Da kommt man mit so einer kleinen Handwumme nicht mit ran. Und der muss da krieg ich, dafür kriege ich aber 18 Schuss in 30 Sekunden, also ne, kriege ich schnell raus. Ne? Aber weißt du, was da geil ist? Du musst mal die Black Pearl haben. Da kommt sie nicht mal mehr mit. Ja, wa? Da kommt alleine ein Kilo Schwarzpulver und ein Kilo Verdämmung, haben die das eine mal reingehauen bei dem Nachtschießen. Ne? Ja, aber für die geilen Aufnahmen. Da wackelt der Boden noch mehr. Das gibt ja einen Schlag. Ne? Die Black Pearl, ne? Wenn die feuert. Das ist ne? ein Zaun. Ich finde, das ist ein wahnsinniger Zaun. Oder Sound, ne? Der 30 cm Mörser aus Leipzig. Das war natürlich. Da konntest du ganze 30 cm Mörser? Peter, da bist du nicht gekommen. Wir standen da. Ne? Frank stand neben mir und dann hört es auf einmal so ein Schütteln im Boden. Und dann so, boom. So, wir machen. Dann wir haben wir uns umgedreht und dann sagst du auf einmal. Hier, ja, die laden jetzt gleich auf. Ja. Und dann machen wir den Appell um 17 Uhr. Ja. Ne? Dann hast du noch Zeit einkaufen zu gehen. Danach oder so vor einkaufen? Was?